Meine Damen und Herren, Sie sehen mich heute in einem etwas anderen Outfit als das letzte Mal. Am 18. März hatte ich hier gesprochen. Jetzt ist der 15. Mai. 2 Monate sind vergangen. Was ist passiert? Das ist meine Frage, die ich heute mit Ihnen diskutieren möchte. Übrigens, diese Maske gab es vor 2 Monaten noch nicht. Es gab keine Maskenpflicht, weil man noch keine Masken hatte. Aber die ist auch nicht gekauft, die hat meine Frau genäht. Und unsere Schwiegertochter hat aus Bettlaken, die sie in der Nachbarschaft gesammelt hat, Kittel nähen lassen für das benachbarte Krankenhaus, weil das nicht genug hatte. Also es geht so allerlei, es muss nicht alles von oben angeordnet werden. Die Corona-Krise lässt uns im Moment eine Atempause. Und die Wirtschaft indes ist in eine Stagnation verfallen. Das sind die Themen, die ich heute mit Ihnen diskutieren möchte. Also kurz ein Blick auf die medizinische Seite, dann der Einbruch der Wirtschaft. Was tun wir dagegen? Fiskalische Gegenmaßnahmen, die Rolle der Geldpolitik. Was sagt eigentlich das Verfassungsgericht zu dieser ganzen Sache? Da ist ja letzte Woche gerade dieses bahnbrechende Urteil herausgekommen. Und wie können wir die Pandemie überwinden und was wird sich denn alles ändern? Das sind die Fragen an die Geschichte, mit denen ich enden möchte. Ja, fangen wir mal an mit dem aktuellen Stand der Pandemie. Ich habe hier eine Statistik über die Zahl der Corona-Toten pro 100.000 Einwohner. Sie sehen, Deutschland ist da so im unteren Mittelfeld ganz gut oder weniger schlecht, sollte man besser sagen. Wenn wir hier weiterschauen, sehen wir die Schweiz mit doppelt so hohen Werten, dann die USA noch viel mehr als doppelt so viel, dann kommen ein paar andere Länder. Schweden hat dreimal so viel, mehr als dreimal so viel, weil die einen anderen Ansatz haben, ohne diesen harten Lockdown, den wir hatten. Frankreich mit 40 Toten liegt beim Vierfachen, Großbritannien hier bald beim Fünffachen und Italien auch. Und dann kommen noch höhere Werte in Spanien und in Belgien. Also die Länder sind sehr, sehr unterschiedlich betroffen von dieser Epidemie. Das hat viele Gründe, es sind historische Zufälligkeiten, es sind Unterschiede im Krankenhauswesen. Wir können, glaube ich, ganz glücklich sein, dass wir in Deutschland ein stabiles und funktionierendes Gesundheitswesen haben, sodass wir doch die Sache bislang jedenfalls einigermaßen im Griff hatten. Häufig wird ja davon geredet, dass es hier einen Flickenteppich gäbe in Europa bei den Maßnahmen. Und das Virus würde doch keine Grenzen kennen. Das hört man ja fast in jedem dritten Fernsehkommentar. Nun, also ich glaube, das stimmt alles überhaupt gar nicht. Natürlich ist ein Flickenteppich da, aber das klingt so negativ. Der Flickenteppich ist natürlich von der Epidemie hergekommen und die trifft ja die Länder unterschiedlich. Da müssen sie auch unterschiedlich reagieren, nicht? Und im Übrigen, das Virus kennt keine Grenzen, das stimmt auch nicht. Natürlich kennt das Virus Grenzen, denn es wird ja durch Menschen übertragen. Und wenn die Menschen die Grenzen nicht überschreiten können, dann kann das Virus das auch nicht. Die ganzen Maßnahmen gegen das Virus bestehen ja im Einziehen von Grenzen, im Kleinen, im Größeren, zwischen den Ländern. Gebiete werden abgesperrt, Leute müssen in ihrer Wohnung bleiben und so weiter. Also diese Grenzziehung ist ja das Einzige, was wir im Moment haben. Die Infektionen haben sich schnell zurückentwickelt, zum Glück. Hier ist die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichte Statistik über das berühmte R, die Reproduktionszahl. Gibt also an, wie viele Leute von einem Infizierten wieder angesteckt werden. Sind das mehr als einer, dann wächst die Zahl der Infizierten exponentiell. Liegt der Wert bei 1, dann steckt einer immer wieder einen an, dann bleibt die Zahl der Kranken sozusagen konstant, denn wer krank ist, gesundet ja meistens dann auch irgendwie wieder. Und nur wenn die Zahl signifikant unter 1 ist, dann kann man eigentlich erwarten, dass hier die infizierten Zahlen zurückgehen.
Interessant ist, wenn Sie diese Statistik nehmen, dass der Bereich von 1 und unter 1 eigentlich schon sehr früh erreicht wurde, Mitte März, als der harte Lockdown kommt. Offenbar hatten andere Maßnahmen, die vorher ergriffen waren, schon ihre Wirkung. Hier haben wir das Verbot von Großveranstaltungen, hier haben wir die Schulschließungen und hier Schließen schon vieler, vieler Geschäfte. Und der harte Lockdown, der kam später. Man könnte sagen, der hat jetzt hier eigentlich gar nichts mehr gebracht. Aber man muss bedenken, die infizierten Zahlen messen vielleicht ja auch nur die Intensität des Testens, sodass also die Zahlen in Wahrheit vielleicht sogar besser sind, denn wir haben die Testkapazitäten immer weiter erhöht. Hier sieht es so aus, als blieben wir bei 1 und das hieße ja, dass auch die Zahl der Toten immer konstant bleiben muss. Das ist aber gar nicht der Fall. Das nächste Bild zeigt das und ich glaube, diese Statistik ist wichtiger als alles andere. Die bestätigten Todesfälle in Deutschland, weil das hängt nicht ab von der Testintensität. Hier die Zahlen sind die Wochen. Sie sehen, es gibt so ein typisches Wochenmuster, aber als der Lockdown war, das war links um den 22. März herum, da gab es noch kaum Tote. Dann innerhalb des kommenden Monats, 5 Wochen hat es gedauert, bis wir das Maximum erreichten. Und die gute Nachricht ist, also wir sind jetzt schon einige Wochen dahinter. Wir sind jetzt quasi in der 9. Woche und 4 Wochen hintereinander gehen die Zahlen zurück. Und wenn man bedenkt, dass die, die heute sterben, sich wahrscheinlich vor einem Monat infiziert haben, dann ist ja das, was hier gezeigt wird, im Grunde das echte Infektionsgeschehen von vor einem Monat. Bei den Infektionen sieht es also dann tatsächlich günstiger aus, als dieses Bild es suggeriert. Nur kennen wir die Infektionen nicht. Das ist ja der Punkt. Da wird zwar was veröffentlicht, aber das, was da veröffentlicht wird, berücksichtigt ja nicht die riesige Dunkelziffer an Infektionen von Leuten, die dann gar keine Symptome haben und auch nicht krank werden. Ja, die Wirtschaft ist eingebrochen. Massiv. Nun muss man sehen, was vorher eigentlich war. Vorher hatten wir ja auch schon die Euro-Krise. Ich wiederhole hier mal ein Diagramm, das ich das letzte Mal schon gezeigt habe. Das zeigt, dass wir weltweit eine Situation niedriger Zinsen hatten. Nicht nur die Euro-Krise, wir hatten andere Krisen. In Japan fing das an mit den niedrigen Zinsen. Sehen Sie hier, die Amerikaner kamen in ihre Finanzkrise, senkten die Zinsen. Die Europäer senkten die Zinsen. Also man hat diese Krise versucht zu bekämpfen mit Nullzinsen. Und diese Nullzinsen haben natürlich auch einen Run auf reale Vermögensobjekte, auf Häuser, auf Aktien und solche Dinge erzeugt, quasi eine Blase. Nicht? Warum haben die Länder das gemacht, diese Nullzinsen? Naja, jeder hat gehofft, dass er durch eine Zinssenkung im Vergleich zu den anderen vielleicht eine Währungsabwertung erzeugen kann, weil das Kapital dann rausläuft in die anderen Länder und wertet die eigene Währung ab, die dann angeboten wird auf den Devisenmärkten. Und dann hat man also einen gewissen Vorteil bei den Exporten. Aber das können sie natürlich nicht alle machen, eine Beggar-Thy-Neighbor-Policy. Die Nullzinsen haben Bewertungsgewinne erzeugt, weil alle möglichen Vermögensobjekte jetzt im Vergleich zu Finanzanlagen mit Zinsen von fast null unheimlich wertvoll aussahen und auch hohe Marktpreise kriegten. Und wer die in seinem Portfolio hatte, der schien also der große Gewinner zu sein. Das hat viele Finanzinstitute gerettet, weil sie Buchgewinne verbuchen konnten, die vielleicht gar keine echten Gewinne waren, aber Gewinne, die also durch diese Niedrigzinspolitik hervorgerufen waren und eigentlich eine Blase. Und diese Blase platzte jetzt durch das Virus, denn auf einmal war das Vertrauen dahin und eine große neue Finanzkrise gesellt sich zu der Corona-Krise hinzu, ist durch sie verursacht.
Das hat sich auch sehr schnell gezeigt an den Aktienkursen. Hier sehen Sie den Dow Jones Index am rechten Rand, ganz rechts, stürzt der senkrecht ab. Und wenn Sie daneben den DAX halten, sehen Sie eine ähnliche Entwicklung. Es geht also in diesem Kreis da rechts senkrecht nach unten. Wir hatten natürlich auch vorher schon Einbrüche. Hier die Dotcom-Blase, hier hatten wir die Lehman-Krise und hier haben wir die Corona-Krise. Also das sind vergleichbare Ereignisse, wobei es bei der Corona-Krise steiler runterging. Es ging aber auch relativ schnell wieder hoch, nachdem es runtergegangen war, sodass im Vergleich zu anderen Krisen das im Grunde gar nicht so schlimm aussieht auf dem Aktien- und Kapitalmarkt. Hier habe ich eine andere Grafik, die ja mal Aktienkurse seit dem jeweiligen Höchststand, das ist links im Bild, vergleicht. Das ist die große Gründerkrise, die 1873 stattfand, nachdem da also die Aktiengesellschaften eingeführt waren und unter dem Schutz der beschränkten Haftung da sehr viel windige Investitionen vorgenommen wurden, platzte diese Blase. Die führte zu Verlusten von mehr als der Hälfte des eingesetzten Aktienvermögens. Oder hier die Weltwirtschaftskrise von 1929 an, 2 Jahre lang, da ging also der Verlust bis auf unter 20%. Also der Verlust war 80%, man ging von 100 auf unter 20% runter. Hier haben wir die Asienkrise 1987, ist überschaubar. Hier die Dotcom-Blase nochmal mit den Verlusten. Und hier die Lehman-Krise, die große Finanzkrise, die also bis dahin die größte Rezession der Nachkriegszeit erzeugt hatte, 2008. Und jetzt hier die Corona-Krise. Also das sah anfangs schlimmer aus, als es dann geworden ist. Wahrscheinlich auch dank der massiven Interventionen der Zentralbanken hat sich dieser Kursverfall jetzt erst einmal wieder zum Teil zurückgebildet. Aber Sie sehen, solche Krisengeschehen haben möglicherweise auch eine längere Geschichte. Das ist ja möglich, dass das noch nicht das Ende ist, zumal die Epidemiologen davon reden, dass es im Winter eine zweite Welle geben wird. Wir müssen also weiterhin dauerhaft, bis ein Impfstoff da ist, diese Masken tragen. Die wirtschaftlichen Hauptprobleme natürlich dieser Epidemie liegen darin, dass man reagieren muss, nicht? Die Chinesen mussten reagieren, haben Wuhan abgesperrt, haben Firmen zugemacht. Es gab dann keine Lieferungen von Waren mehr. Die Lieferketten sind zusammengebrochen. Darunter haben die deutschen Firmen des verarbeitenden Gewerbes gelitten. Die Automobilfirmen hier mussten also dann wochenlang zumachen. Jetzt inzwischen machen sie ja wieder auf. Das war ein Problem und dann natürlich wurden die Kunden weggesperrt von den Läden. Ja, die Ärzte haben gesagt, die Leute sollen nicht mehr einkaufen gehen, da treffen sie sich und dann springt das Virus über, also haben wir die Läden zugemacht. Und die Konsequenz ist dann natürlich, dass die Läden nichts verkaufen können und dass die Firmen, die die Läden beliefern, auch nichts verkaufen können und so weiter. Es ist also eine durch die Reaktion der Politik erzwungene Abbremsung der Wirtschaft, weil wir keine anderen Möglichkeiten haben, mit dieser Epidemie fertig zu werden. Das Ganze fing ja in China an. Schauen wir mal, wie die chinesische Wirtschaft sich entwickelt hat. Vor 2 Monaten hatten wir noch keine Daten, inzwischen haben wir Daten dazu. Hier sehen Sie die Wachstumsrate der chinesischen Wirtschaft über eine längere Zeit hinweg. Das ist eine Bloomberg-Grafik und Sie sehen, meistens ist das positiv, aber hier als Mao gestorben war, da war mal auch die Wachstumsrate negativ. Dann hatten wir noch andere Phasen, zum Beispiel hier die Lehman-Krise, die zeigte sich auch in China, aber am aktuellen Rand. Da haben wir also einen massiven Einbruch in den negativen Bereich, selbst in China. China, das immer so um 8 bis 10% gewachsen ist und traurig war, wenn es mal nur 6% waren, das hat jetzt offen bekundet hier negative Wachstumsraten.
Ja, und das ist etwas, was eben in der ganzen Welt im Moment zu erwarten ist. Und in allen Industrieländern ist es ähnlich wie in China. Aber da China das erste Land war, das betroffen war, ist es auch das erste, das wieder rauskommt. Und wir sehen tatsächlich schon Licht am Ende des Tunnels. Da gibt es noch keine harten Sozialproduktsdaten, aber es gibt den sogenannten Einkaufsmanager-Index. Da werden also Firmen befragt nach ihren Verhältnissen. Und das sind die Lagerstände, die Bestände, die da reingehen, das Produktionsniveau und so weiter. Das ist so ein Kompositindex, der ganz gute prognostische Qualitäten hat. Und Sie sehen, hier geht es runter, aber es geht genauso schnell wieder hoch, wenn auch nicht ganz auf das alte Niveau. Das ist quasi so ein umgedrehtes Wurzelzeichen, was Sie hier sehen, wenn Sie es noch aus der Schule kennen. Ja? Also das ist wohl auch das Muster, was wir für den Rest der Welt, also für Deutschland und andere Länder, jetzt mit Verzögerung erwarten können. Aber im Moment sehen wir das natürlich noch nicht. Hier sehen wir die USA, die also noch auf dem absteigenden Ast sind und die ganze Welt auch. Ja? Also die Hoffnung ist, dass es das jetzt war und dass mit der Überwindung der ersten Welle der Krise jetzt auch der Rest der Welt dieses Wurzelzeichen, dieses umgedrehte Wurzelzeichen hier zeigt in der Entwicklung. Schauen wir mal nach Deutschland. Was wissen wir denn da? In Deutschland gibt es als wichtigsten Frühindikator den IFO-Index. Der IFO-Index wird durch eine Umfrage bei 10.000 Firmen jeden Monat gewonnen und man fragt nach der Geschäftslage und nach den Geschäftserwartungen. Und daraus wird dann manchmal so ein Kompositwert gebildet, aber hier schauen wir sie uns mal separat an und tragen sie in ein Diagramm ein, in dem sich dann im Laufe der Zeit so Entwicklungen ergeben. Wir haben hier den Boom. Das ist eine Situation, wo die Erwartungen im positiven Bereich sind und die Lage wird positiv eingeschätzt. Hier ist ein Abschwung. Im Abschwung geht man normalerweise bei den Erwartungen runter. Die Lage ist noch ganz gut und dann zieht die Lage nach und ist auch schlecht. Und dann ist man in der Rezession. Und wenn es wieder hochgeht, dann zeigt die Erwartungskomponente erst eine Verbesserung und dann folgt die Lage nach, dann ist man im Boom. Die Wirtschaft bewegt sich also im Uhrzeigersinne in diesem Diagramm. Hier sehen Sie konkret, was sich entwickelt hat seit Januar 2008. Das war die Lehman-Krise. Das war der bis dahin größte Absturz, den man in Deutschland beobachtet hat. Aber so schnell wie es runtergegangen war, ging es auch anschließend wieder hoch. Und dann folgte das Jahr 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Das waren also letztlich Boom-Situationen, wo die Wirtschaft ausgesprochen gut lief. Deutschland ist eben sehr gut aus dieser Krise herausgekommen, im Gegensatz zu manchen anderen europäischen Ländern. Jetzt kommt aber das Jahr 2018. Das ist ein wichtiges Jahr, weil das das Umkippjahr ist. Und 2019 erst recht geht die Reise doch hier nach links unten. Und dann das Jahr 2020 mit den Werten bis zum April. Wir sehen, dass also die Rezession noch viel heftiger und viel intensiver ist, als sie zum Zeitpunkt der Lehman-Krise war. In den harten Daten, die vom Statistischen Bundesamt kommen und von Eurostat, sehen wir Ähnliches. Wenn wir uns hier mal ein Diagramm anschauen, wo die Produktion im verarbeitenden Gewerbe steht und diesen Punkt, diesen weißen Punkt da gleich 100 setzen, das ist der Herbst des Jahres 2007, als der Interbankenmarkt ein Jahr vor der Lehman-Krise das erste Mal zusammenbrach, dann sehen wir, die Schweiz zum Beispiel ist durch die Krise gegangen und kam anschließend wieder hoch. Die Daten gehen aber nur bis zum Dezember. Auch für Österreich sehen wir eine ähnliche Entwicklung. Hier haben wir die Daten bis zum Februar. Es wäre ja schön, wir hätten den März. Und für einige Länder haben wir den März jetzt schon. Und dazu gehört auch Deutschland. Sie sehen, dass hier am aktuellen Rand
sagt man, also ganz rechts immer müssen Sie schauen, es senkrecht nach unten geht. Zwar nur ein bisschen, aber das ist leider erst der Anfang, denn der April wird das sicherlich fortführen, wenn wir die Daten haben. Und was wichtig ist, dieser Abschwung hatte eben auch schon vorher begonnen im Sommer des Jahres 2018. Seitdem ist die deutsche Industrie in einer Rezession und diese Rezession hat sich jetzt durch die Corona-Krise noch beschleunigt. Ähnlich ist es in anderen Euro-Ländern. Schauen wir mal hier nach Frankreich, da sieht man das auch, dass ganz rechts es senkrecht nach unten geht. Und Frankreich war leider von der Finanzkrise viel stärker betroffen als Deutschland, denn die waren abgestürzt wie Deutschland und kamen von vornherein nicht hoch, hingen dabei 90% im Jahre 2010, 2011 und haben seitdem nur eine Seitwärtsbewegung gehabt, ohne jedes Wachstum. Und jetzt kommt noch die Corona-Krise. Das erklärt, weshalb die Nerven hier blank liegen. Portugal. Griechenland. Naja, Griechenland zeigt am rechten Rand nicht diesen Absturz. Da ist die Epidemie also nicht so stark gewesen, aber man ist insgesamt natürlich auf einem niedrigen Niveau. Und hier haben wir Spanien. In Spanien gibt es auch den Absturz. Spanien liegt heute um 23% unter dem Höhepunkt seines Produktionsniveaus vor der Lehman-Krise. Und das Schlusslicht ist hier leider Italien, das um 24% heute März weniger produzierte als im Herbst des Jahres 2007. Italien ist ja wirklich doppelt getroffen, nicht? Es hat den Euro nicht verkraftet, weil der Euro letztlich anfangs durch die niedrigen Zinsen über vieles hinweggespielt hat, was da an strukturellen Problemen war. Italien wurde im Euro viel zu teuer, kann nicht mehr abwerten, hat also ein strukturelles Dauerproblem. Und jetzt kommt die Corona-Krise da hinzu, welche Italien, wie ich das letzte Mal schon gezeigt hatte, ja als erstes Land im Westen hier erfasst hatte. Und von Italien aus hat sich das Virus dann ja auch weiter verbreitet. Also das ist schon ein Grund, dass man den Italienern jetzt ein bisschen unter die Arme greift. Dazu komme ich noch. Die Arbeitslosenquoten. Nun, das ist die deutsche Entwicklung. Ganz rechts sieht man, dass es steil nach oben geht, aber nur so ein kleines Stückchen. Wir haben das Kurzarbeitergeld, das fängt hier manches ab. Den Höhepunkt hatten wir 2005, das ist die Zeit der Agenda 2010 von Schröder. Und Sie wissen ja, dass diese radikalen Reformen da eine Trendwende auf dem deutschen Arbeitsmarkt hervorgerufen haben. Also der Arbeitsmarkt sieht eigentlich noch sehr gut aus in dieser Statistik. Hier in Frankreich ist es schon anders. Da ist dieser senkrechte Ast rechts doch prononcierter und länger. Und Frankreich hat sowieso eine höhere Arbeitslosigkeit. Die ist ja ist 2,5-mal so groß wie die deutsche zurzeit. Und hier haben wir Italien mit 13% Arbeitslosenquote im April 2020. Und dann haben wir hier noch Spanien, wo es ja noch schlimmer ist mit 22% Arbeitslosenquote. Man dachte, man würde so allmählich aus der Finanzkrise herauskommen. Die Binnenwirtschaft über den Bau und den Dienstleistungssektor, die hat sich belebt. Das verarbeitende Gewerbe, was in Nordspanien ja wichtig ist, aber leider gar nicht, das habe ich ja vorhin gezeigt. Da waren sie ja schon auch 20% unter dem Vorkrisenniveau geblieben, trotz dieses Aufschwungs im Rest der Wirtschaft. Und aber jetzt kommt Corona dazu und bringt uns wieder Arbeitslosenzahlen, die an den Höhepunkt der Finanzkrise hier erinnern und der Eurokrise. Ja, schauen wir mal über den Teich. Da haben wir die Amerikaner. Und das ist auch erschreckend. Also Amerika hatte bei der Finanzkrise die Arbeitslosigkeit erhöht. Das war hier 2008, 2009. Das ist der Buckel da in der Mitte. Dann unter Obama und auch zum Schluss unter Trump hat sich die Sache so allmählich doch verbessert. Die Arbeitslosenquote war extrem niedrig, sogar niedriger als in der ganzen Zeitspanne, die hier gezeigt wird. Links im Bild ist das Jahr 2001. Da war die Dotcom-Blase geplatzt. Also kurz vorher hatten wir ja eine relativ
relativ niedrige Arbeitslosigkeit. Und die Arbeitslosigkeit jetzt zu Beginn dieses Jahres in Amerika war noch niedriger. Aber alles vorbei. Jetzt haben die Amerikaner über 30 Millionen Arbeitslose gekriegt und die Arbeitslosenquote ist auf 16% gestiegen. Da das nun die größte Volkswirtschaft der Welt ist, gibt es sicherlich dann auch weiterhin negative Rückwirkungen für den Rest. Und wir müssen das mit großer Sorge beobachten, was in Amerika passiert. Amerika hat ja auch nicht den Sozialstaat, der das jetzt abfängt und den Leuten automatisch Geld gibt, sodass sie dann wenigstens ihren Konsum aufrechterhalten, sondern da geht es dann richtig nach unten. Und wie lange die Bevölkerung das mitmacht und aushält, das ist noch eine ganz andere Frage. Ich hoffe nicht, dass es zu destabilisierenden Tendenzen in der amerikanischen Gesellschaft kommt. Stark erfasst ist das Dienstleistungsgewerbe, natürlich, weil man sich nicht mehr treffen darf, die Läden zu sind. Friseur ging ja gar nicht mehr. Ich bin also zum Glück damals noch kurz vorher zum Friseur gegangen, musste jetzt nicht wieder. Ne? Und stark betroffen ist das verarbeitende Gewerbe, weil die Vorleistungen aus China zum Beispiel fehlen und der internationale Handel zusammengebrochen ist. Man dachte, dass wenigstens die Immobilien nicht davon betroffen sind, aber das ist auch nicht so. Hier sehen Sie die Beurteilung des Auftragsbestandes durch die freischaffenden Architekten und am aktuellen Rand geht das auch nach unten. Also plötzlich trauen sich die Leute auch nicht mehr, neue Bauprojekte anzugehen. Und das merken wir jetzt dieses Jahr nicht, weil was dieses Jahr gebaut wird, das ist letztes Jahr geplant worden von den Architekten. Aber hier sehen Sie die Bautätigkeit des Jahres 2021. Das heißt also, so schnell kommen wir auch aus der Krise nicht heraus. Also Sektoren der Wirtschaft werden, die anfangs stabiler aussahen, wie eben das Immobiliengewerbe, die tun sich dann langfristig doch etwas schwerer. Ja, jede Woche, die wir diese Totalschließung der Wirtschaft betreiben, die wir jetzt seit Mitte März hatten, seit dem 22. März ungefähr, kostet Deutschland um die 30 Milliarden Euro durch entfallenes Sozialprodukt. Nicht? Und je mehr wir und je länger wir nicht zur Arbeit zurückkehren, desto größer wird dieser Verlust. Und das bedeutet, dass das Sozialprodukt dieses Jahr nicht wächst, sondern schrumpft. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern es ist auch in anderen Ländern so. Schauen wir uns mal die IWF-Prognosen an. Die Zahlen gehen alle von oben nach unten in den negativen Bereich. Nicht? Wir haben hier in den USA etwa 6% Schrumpfung. Wir haben ein bisschen mehr in England. Wir haben in Deutschland 7% prognostizierte Schrumpfung. Naja, also prognostiziert, kein Mensch weiß, wie es wirklich wird. Das ist ganz, ganz schwierig und mit großer Unsicherheit behaftet, solche Zahlen überhaupt zu haben. Aber es gibt eine gewisse Orientierung, auf was wir uns einstellen müssen. Frankreich ein bisschen mehr, Spanien gar 8% Schrumpfung und das schon am Boden liegende Italien nochmal 9% Schrumpfung. Das hat ja dann dramatische Konsequenzen auch für die Stabilität des Finanzsystems, die italienischen Banken, die jetzt Kunden haben, die am Boden liegen und nicht zurückzahlen können und so weiter. Es ist deswegen richtig, dass fiskalische Gegenmaßnahmen ergriffen werden und das haben die Staaten der westlichen Welt in massivem Umfang getan. Es ist keine Konjunkturpolitik. Konjunkturpolitik dient ja dazu, die Nachfrage zu befriedigen. Ja, die Leute sind verhalten, kaufen nicht, also gibt man ihnen Geld in die Hand, dass sie in die Läden gehen. Das sollen sie gar nicht. Sie sollen ja zu Hause bleiben, weil wenn sie in den Läden sind, sich ja anstecken. Zumindest galt das bis jetzt. Jetzt werden die Läden ja allmählich geöffnet. Also das ist jetzt nicht direkt eine Konjunkturpolitik, das Geld, das man hier ausgibt, sondern es ist eigentlich eine Rettungspolitik. Die Firmen und die Banken sollen gerettet werden. Geschäftsmodelle, die ja an und für sich funktionsfähig sind und nur in der Krise jetzt zu Verlusten führen, wenn nicht gar zu einer Insolvenz, sollen gerettet werden durch staatliche Zuschüsse, Bürgschaften, Kredithilfen, Hilfen verschiedener Art, eben auch durch das Kurzarbeitergeld, das es den Firmen ermöglicht, ihre Belegschaft zu halten, statt die Leute nun zu entlassen. Und die
Logik hinter dem Kurzarbeitergeld ist klar. Ich meine, wenn Sie entlassen werden, dann kosten Sie den Staat das Arbeitslosengeld. Dann kann man auch sagen, Sie bleiben und arbeiten nur weniger. Und dann ist es quasi eine Arbeitslosigkeit im Betrieb und die wird bezahlt, so als wäre sie extern. Typischerweise waren das 80%. Jetzt hat man das aber erhöht auf 60%, Entschuldigung. Man hat es erhöht inzwischen auf 80%. Und das ist dann doch etwas, was ein bisschen zu denken gibt. Muss das eigentlich 80% sein? Nicht aus Gerechtigkeitsgründen, darum geht es nicht. Aber wissen Sie, wenn jemand, sagen wir mal, 20 Euro die Stunde netto verdient und der kriegt jetzt noch 16, wenn er nicht arbeitet, dann hat er ja, wenn er sich entschließt und zusammen mit dem Betrieb natürlich die Kurzarbeit zu beenden und wieder zu arbeiten, letztlich nur 4 Euro mehr in der Stunde. Diese 4 Euro mehr sind nicht viel. Also für die 4 Euro mehr kann der ein oder andere zu Hause doch so manche Arbeit erledigen, die bislang nicht getätigt wurde, statt einen Handwerker zu bestellen. Die eigene Zeit kostet dann nur 4 Euro. Also was ich sagen will, ist, wenn man diesen Prozentsatz zu stark vergrößert, dann erzeugt dieses ganze Geld auch gewisse Beharrungskräfte, dass man sich dann einrichtet zum Schluss gar auf die Situation der Kurzarbeit und dass der Neustart verzögert wird. Das sollte die Politik vielleicht hier bedenken. Das gilt nicht nur für diese Gelder. Alles Geld, das ausgegeben wird unter der Bedingung, dass man eben nicht produziert und nicht arbeitet, verlangsamt natürlich den Wiedereinstieg in die Produktion und in die Arbeit. Ich sage nicht, dass man das nicht machen soll. Ich bin sehr für das Kurzarbeitergeld, aber immer ist das Thema Maß und Mitte und Verhältnismäßigkeit. Die Länder der Welt haben hier ziemlich viel Geld auf den Tisch gelegt. Die USA haben 2,2 Billionen Rettungsprogramme aufgelegt. Das ist eine gewaltige Summe Geldes. Und Deutschland hat hier nachzulesen auf der Homepage des Finanzministeriums 1,27 Billionen Euro oder 40% des Bruttoinlandsproduktes, wenn Sie mal die Prognose nehmen für dieses Jahr, praktisch an Mitteln zur Verfügung gestellt. Wobei man aber sagen muss, haushaltswirksam ist hier nicht alles. Das sind eigentlich nur 353, dann kommen 100 Milliarden potenziell als Schutzfonds für die Unternehmen zu, die ausgegeben werden, wenn es nötig ist, ein Unternehmen zu unterstützen, damit es nicht von Ausländern gekauft wird und so weiter. Also nur ein kleinerer Teil ist hier haushaltswirksam. Es sind eben auch Kredite und Bürgschaften, Kredite der KfW und Bürgschaften wohl in dieser Summe enthalten. Trotzdem, es werden 40% des BIP hier sozusagen in die Hand genommen und führen entweder zu Ausgaben oder auch möglicherweise zu entsprechenden Verlusten des Staates, wenn die bezuschussten Firmen nicht zurückzahlen können. Das kommt mir doch reichlich groß vor, angesichts der erwarteten Schrumpfung der Wirtschaft um 7% oder so. Der Ex-Verfassungsrichter Kirchhoff hat vor 2 Tagen gesagt, also man muss ja jetzt nur noch Corona rufen und das staatliche Füllhorn wird hier ausgeschüttet. Man muss schon bedenken, dass das viel Geld kostet, denn die Steuerzahler und den Staat belastet und eben auch letztlich eine Art von Rent-Seeking-Ökonomie schafft. Das ist ein technischer Begriff aus der Ökonomie. Also es gibt immer, wenn es einen Staat gibt, auch die Möglichkeit, an staatliche Pfründe ranzukommen. Und statt sich in der realen Wirtschaft mit der Produktion von was Echtem zu beschäftigen, beschäftigt man sich damit, Anträge zu schreiben und Geld letztlich vom Staat zu kriegen, der es ja anderen wieder aus der Tasche nehmen muss. Das ist auch ein etwas ungesunder Aspekt. Also hier fehlt mir eigentlich auch inzwischen Maß und Mitte bei der deutschen Politik. Und ich finde, dass man also hier ein wenig übertrieben hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Andere Länder haben allerdings auch viel Geld auf den Tisch gelegt. Das arme Italien hat es doch geschafft, 775 Milliarden zu bewegen. Da sind aber auch Kreditbürgschaften dabei. Und Frankreich 412
Und die EU selber hat 540 Milliarden Euro bewegt, wo ein Kurzarbeitergeld für Europa in Höhe von 100 Milliarden dabei ist. Ich glaube, im Hintergrund spielte da so ein Kuhhandel eine Rolle, weil die Wettbewerbskommission gesagt hat, ihr Deutschen dürft jetzt nicht mit dem Kurzarbeitergeld eure Firmen letztlich subventionieren und die anderen haben das nicht. Das verzerrt ja die Wettbewerbsverhältnisse. Also wenn ihr Geld ausgebt zur Rettung eurer Firmen, dann müsst ihr auch zustimmen, dass wir EU-Geld ausgeben zur Rettung eurer Konkurrenten. So ungefähr ist dieser Betracht zu verstehen. Anders kann ich nicht begreifen, dass also Deutschland ohne mit der Wimper zu zucken, diese 100 Milliarden hier akzeptiert hat. Gut, es ist viel Geld und jetzt ist ja die Rede von einem Wiederaufbaufonds, der wird derzeit verhandelt für 1,5 Billionen Euro. Wiederaufbaufonds. Was ist denn ein Wiederaufbaufonds? Was soll denn hier aufgebaut werden? Also ich meine, nicht wie im Krieg ist da ja nichts kaputt in dem Sinne. Man kann natürlich Firmen retten, verhindern, dass sie untergehen. Das wäre dann der richtige Begriff. Also dieser Begriff stört mich ein bisschen, weil er falsch liegt. Und auch das Thema Marshallfonds ist überhaupt gar nicht angemessen, weil wenn ich 1,5 Billionen Euro auf den Tisch lege, dann sind das, glaube 12% des europäischen Sozialprodukts. Der Marshallfonds, den Deutschland in der Nachkriegszeit gekriegt hat, hat in der Summe der Jahre Deutschland ein Kreditvolumen von etwa 5% gebracht. Das bestand im Wesentlichen daran, dass die Amerikaner Nahrungsmittel geliefert haben per Kredit, die wir nachher bezahlen mussten. Ja, das war der Marshallfonds. Es waren 5% in der Summe der Jahre des BIP, des Sozialprodukts von 1952. Und hier haben wir bei dem geplanten Fonds ja schon, selbst wenn diese Mittel gleichmäßig auf alle EU-Länder verteilt würden, das relativ doppelte Volumen. Aber es soll ja nicht gleichmäßig verteilt werden, sondern vor allem an die bedürftigen Länder, sagen wir mal, es ist die Hälfte von allen, ja, dann haben wir schon das Vierfache anteilig des Marshallfonds. Also auch insofern passt dieser Begriff Marshallfonds hier eigentlich gar nicht. Er passt auch deshalb nicht, weil natürlich auch der Verdacht besteht, dass dieses viele Geld gebraucht wird, um letztlich den Staat sich einkaufen zu lassen bei den Firmen. Also ich habe schon das Argument gehört, dass es in Italien darum geht, letztlich eine neue große Verstaatlichung der nicht mehr wettbewerbsfähigen Wirtschaft herbeizuführen. Die Italiener sind ja gerne dabei. Aus alter Zeit gibt es das IRI, das Institut für die Rekonstruktion der Wirtschaft. Ja, das wurde damals in den 60er Jahren aufgelöst unter dem Einfluss der EU. Aber es wäre jetzt, glaube ich, nicht ganz gut, wenn diese Mittel zur Verfügung gestellt würden, damit der Staat vielleicht den derzeitigen Eigentümern nicht mehr wettbewerbsfähiger Firmen diese Firmen abkauft. Dann sind die aus dem Schneider, haben das Geld und der Staat muss dann sehen, wie er mit diesen Firmen zurechtkommt. Und ich glaube nicht, dass der Staat der bessere Unternehmer ist, der hier die Firmen da retten kann. Frau Merkel sagt zu Recht, sie weiß nicht, wofür das Geld gebraucht wird. Man soll auch bitte mal erst mal eine Liste machen, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wofür dieses viele Geld hier gebraucht wird. 1,5 Billionen, das ist ganz viel. Das sind 1.500 Milliarden Euro. Aber natürlich muss man die Italiener verstehen. Ich habe ja schon auf diese Doppelproblematik massive Corona-Krise und massive Wirtschaftskrise hingewiesen. Die Stimmung ist gereizt. Sie ist gerade auch gegenüber Deutschland gereizt. Wir haben uns auch ungeschickt und nicht nett verhalten, indem wir also verhindert haben, dass medizinisches Gerät in der Anfangsphase nach Italien geliefert wurde. Das war wirklich nicht in Ordnung. Ich glaube, wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir hätten auch den Italienern in nachbarschaftlicher Hilfe ruhig mal etliche Dutzende von Milliarden Euro einfach so auf den Tisch legen können als Geschenk, damit sie davon medizinisches Gerät
Geld kaufen und die zusammenbrechenden Teile ihrer Wirtschaft mit abstürzen können. Das hätten wir unilateral machen können, statt jetzt von der EU und von Frankreich gedrängt zu werden. Wir lassen uns ja regelrecht vorführen. Nun gut, das ist vielleicht Schnee von gestern. Jetzt geht es darum, die Hilfe für Italien zu organisieren. Friedrich Merz und Angela Merkel haben hier beide, wohl vielleicht in Abstimmung, vorgeschlagen, wir sollten das EU-Budget aufstocken. Das finde ich vernünftig, statt einen solchen Riesenbetrag auf den Tisch zu legen und dann zu sehen, wie man das denn ausschütten kann. Es ist vielleicht besser, jedes Jahr das EU-Budget etwas höher zu halten als jetzt und dann von Neuem darüber zu diskutieren, wie dieses Geld zweckmäßig ausgegeben werden kann. Dann kann man also den Euro ein paar Mal umdrehen, bevor man ihn wirklich ausgibt, statt auf einmal 1.500 Milliarden Euro zu bewegen. Aber ich will nicht sagen, dass wir knickrig sein sollten. Nein, es ist ein offenes, ehrliches und umfangreiches Hilfsprogramm für die von der Corona-Krise gebeutelten Länder hier notwendig, Italien vor allen Dingen. Und wenn das nicht reicht, weil dann alle doch zu knauserig sind, ja, dann geht es wohl nicht anders, als dass man Italien einen Teil seiner Schulden erlässt. Aber wenn man dann darüber redet, dann läuft das Kapital ja weg, dann gibt es eine noch intensivere Kapitalflucht, als wir sie sowieso schon haben. Seit März haben wir eine massive Kapitalflucht aus Italien, einerseits nach Deutschland, das zeigt sich in den Tagezahlen, komme ich noch dazu, und das andere Mal nach Amerika, was sich in den Tagezahlen der EZB-Zentrale zeigt, die weniger stark negativ werden. Das haben wir ja schon. Und wenn man jetzt über Schuldenschnitte nachdenkt, dann würde ja noch mehr Kapital laufen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Man legt noch mehr Gemeinschaftsgeld auf den Tisch, damit die Anleger das Gefühl haben, aha, Italien kann immer wieder die Schulden bedienen. Oder man verbietet ihnen die Flucht. Man verhängt Kapitalverkehrskontrollen, wie man das in Zypern und in Griechenland ja gemacht hat, die in ähnlichen Krisen waren. Dann kommt es eben nicht mehr raus. Und dann kann man auch den Schuldenschnitt durchführen. Irgendwer muss die Lasten tragen. Wenn die Schuldner nicht in der Lage sind, ihre Kredite zu bedienen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder erlassen die Gläubiger einen Teil der Schulden, oder die Gläubiger schaffen es, über den politischen Prozess die Steuerzahler ganz Europas anzuzapfen, damit sie da rauskommen. Aber ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob wir die Steuerzahler hier nach Belieben anzapfen können, denn die werden ja dann auch eines Tages auf die Barrikaden gehen, wenn sie merken, dass ihr Geld verwendet wird, um das Abbrechen von Portfolios mit italienischen Staatspapieren zu verhindern. Der französische Staatspräsident hatte ja Corona-Bonds gefordert. Das hört sich gut an, nicht? Das ist sicher von der Public Relations Abteilung hier erfunden worden, dieser Name. Das sind die alten Euro-Bonds. Das sind also Papiere, die die EU ausgibt, wofür die Länder gemeinsam gesamtschuldnerisch haften. Das heißt, wenn ein EU-Land als in der Haftung ausfällt und für die Rückzahlung nicht mehr zur Verfügung steht, weil es halt in der Krise ist, dann müssen die anderen entsprechend mehr zahlen. Und wenn einer Pech hat, ist er der Einzige, der übrig bleibt und dann kann er die Zeche von allem zahlen. Also das geht ja eigentlich nicht. Macron hat das fast ultimativ in einem Gespräch mit der Financial Times gefordert, ist im Internet nachschaubar, am 16.04.2020. Nicht? Er hat davon gesprochen, dass man das Undenkbare denken müsse. Thinking the unthinkable. Damit meinte er dann, was weiß ich, den Austritt aus dem Euro oder der EU oder was weiß ich. Auch Sarkozy, sein Vorgänger, hatte im Falle der Griechenland-Rettung 2010 ähnlich argumentiert. Also nach der Aussage des spanischen Ministerpräsidenten Zapatero, so stand es in der großen Tageszeitung El País, hatte er gedroht damit, den Euroraum zu verlassen.
und wieder eine eigene Währung einzuführen, falls Deutschland nicht mitmachen würde bei der Rettung Griechenlands. Es ging nicht um die Rettung Griechenlands, es ging um die Rettung der französischen Engagements in Griechenland, die doppelt so hoch waren. Nicht? Das ist ja das Thema bei dieser ganzen Retterei. Man schiebt die armen, betroffenen Länder nach vorne in der Argumentation, aber in Wahrheit geht es immer um die Frage Gläubigerrettung oder Schuldenschnitte. Ja, sollen die Gläubiger rauskommen oder sollen sie halt auch einen Teil der Misere übernehmen, indem sie auf Forderungen verzichten? Aber wenn sie rauskommen, dann muss der Steuerzahler halt zahlen. Und das ist die Frage, ob er sollte. Jetzt in Italien übrigens, habe ich mal nachgeguckt, bei den Zahlen der BITS, der Bank für internationalen Zahlungsverkehr, ist das direkte Exposure französischer Institutionen gegenüber Italien viermal so groß wie das deutsche. Das heißt also, wenn französische Lebensversicherer, französische Banken hier italienische Staatspapiere haben und auch deutsche Lebensversicherer und deutsche Banken, dann ist diese Zahl relativ in Frankreich zu Deutschland viermal so hoch. Und das erklärt natürlich, weshalb man lieber Gemeinschaftsgeld benutzen möchte, statt selbst auf Forderungen gegen Italien zu verzichten. Also ist das der Hang, was wir in Brüssel ganz stark spüren, in Richtung Gemeinschaftshaftung zu gehen. Deutschland hat sich gewehrt bislang, aber so ganz kommt man da nicht raus. Die Gemeinschaftshaftung ist aber gefährlich. Sie ist erstens gefährlich, weil sie die Zinsspreads verringert und die Verschuldungsanreize erhöht. Und sie ist zweitens gefährlich, weil natürlich es zu hohen Lasten führen kann für denen, die die Haftung hier übernehmen. Aber das Zinsspread-Thema ist wichtig. Das haben viele nicht so richtig auf dem Schirm. Ja? Das Wesen einer stabilen Föderation besteht ja in der Selbsthaftung der Schuldner. Wenn eine Gebietskörperschaft, ein Land, zu viel Schulden macht, kriegen die Gläubiger, die das Geld gegeben haben, kalte Füße und haben Angst, dass sie das Geld nicht wiederkriegen. Also verlangen sie hohe Zinsen. Und weil sie hohe Zinsen verlangen, zum Ausgleich für dieses Konkursrisiko, scheuen sich die Schuldner, noch mehr Schulden zu machen. Das heißt, dieser Zinsanstieg als Folge einer exzessiven Verschuldung bremst diese Verschuldung. Wir haben ja gesehen, dass die politischen Schuldenschranken hier überhaupt gar nicht gewirkt haben in Europa, aber dieser Marktmechanismus, der würde wirken. Wenn man aber eine Gemeinschaftshaftung hat, dann gibt es das nicht. Dann steigen die Zinsen nicht von einem Land, das sich stärker verschuldet als die anderen und das seine Bonität verspielt, weil die Gläubiger ja wissen, dass im Zweifel jemand anderes die Zeche zahlt. Und dann nimmt die Verschuldungsneigung immer mehr zu. Das ist sehr problematisch. Wenn man diesen Weg gehen wollte, wofür man aus Solidaritätsgründen, was weiß ich, Gründe anführen kann, dann wiederholt man die Gefahren und die Fehler, die die Amerikaner in ihren ersten Jahrzehnten hatten. Sie kennen diesen Mann. Das ist Alexander Hamilton, der erste Finanzminister nach der Gründung der Vereinigten Staaten. Der hat 1791 die Schulden der Einzelstaaten zu Bundesschulden gemacht, weil er gesagt hat, es sei Zement für den neuen amerikanischen Staat. Nicht? Wir zeigen unsere Solidarität und wir schieben alle diese Schulden nach Washington und tilgen sie gemeinsam. Nicht? Das ist genau das, was viele jetzt in Europa vorhaben. Ja, das ließ sich auch gut an. Freute sich natürlich anfangs jeder. Und zumal dann es eine zweite Schuldensozialisierung gab, 1813 im Zweiten Krieg gegen die Briten, hat man das abermals gemacht. Und die Staaten dachten, na prima, Verschuldung, haben wir Geld und wir können Straßen, Brücken, Kanäle bauen, die Infrastruktur verbessern, es gibt Jobs, also in jeder Hinsicht toll. Und die Rückzahlung, naja, darum kümmert sich dann der Zentralstaat in Washington. So war die Überlegung. Die Folge war ein gewaltiger Boom, der aber überhitzte, zur Blase wurde, weil es ja diese Schuldenbremse nicht mehr gab. Und die Blase platzte 1835 und hinterließ in den nächsten 7 Jahren bis 1842 lauter Konkurse.
9 von 29 Staaten und Territorien, die es damals gab in den USA, sind formal in den Konkurs gegangen. Und die anderen, die noch halbwegs überlebten, waren auch nicht in der Lage, die Lasten der anderen mit zu übernehmen, der ersteren zu übernehmen. Sodass also nichts als Hass und Streit entstanden war in den USA. Der amerikanische Historiker Harold James, der an der Princeton University unterrichtet, sagt, Hamilton glaubte, dass also seine Schuldensozialisierung Zement für den neuen Staat sein würde. In Wahrheit erwies es sich als Sprengstoff. Denn er zieht eine direkte Linie von 1842 auf 19 Jahre später, 61, als der Sezessionskrieg begann. Nicht wegen dieser Schuldenproblematik. Das war natürlich die Sklavenproblematik und andere Dinge. Aber die ungelöste Schuldenfrage, sagt er, trug bei zu einem Spannungsverhältnis, das sich dann im Sezessionskrieg entlud. Und wegen dieser negativen Erfahrungen haben die Amerikaner diese Gemeinschaftshaftung ja auch aufgegeben. Die Staaten müssen sehen, wie sie ihre Schulden zurückzahlen. Da gibt es keine gemeinsame Haftung dafür. Kalifornien war am Rande des Konkurses vor einigen Jahren, Minnesota, Illinois ähnlich. Da hat keiner geholfen. Die amerikanische Zentralbank hat auch nicht die Papiere dieser Staaten gekauft, sondern sie mussten sehen, wie sie mit ihren Gläubigern zurechtkamen. Diese Selbsthaftung und dieser Verzicht auf die Schuldensozialisierung hat zumindest in der amerikanischen Föderation bis heute Stabilität hervorgerufen. Natürlich haben die auch den Bund und der Bund verschuldet sich auch. Und die Papiere kauft wieder die Zentralbank. Und da ist genau das gleiche Problem, wie es auf der unteren Ebene gewesen wäre, hätte man also diese Schuldensozialisierung fortgeführt. Im Übrigen nochmal, die Gemeinschaftshaftung kann ja auch große Lasten für Einzelne bedeuten. Da kann man auch ins Wasser fallen. Und trotz dieser ernsten Zeit erlauben Sie mir einen etwas sarkastischen Sketch, um vielleicht die Natur des Problems hier zu verdeutlichen. Schauen Sie mal, was hier los ist. Da ist so ein Kai und da unten steht jemand im Wasser. Wo steht der denn? Da gucken Räder raus. Da ist offenbar ein Auto ins Wasser gefallen. Ja, das Auto ist Griechenland. Und das wird jetzt herausgezogen von einem Kran. Wir sehen das hier. Und wer ist der Kran? Der Kran ist Italien. Italien hat sich ja immer gerühmt, auch bei den ganzen Rettungsaktionen für Griechenland mit dabei gewesen zu sein. Aber irgendwie ist es zu schwer hier. Das Auto, der Kran fällt da rein und schafft es nicht. Ist aber kein Problem. Wir haben ja noch die EU, die holt da jetzt beide raus. Und mit dem großen, mächtigen Kran zieht sie da erst Griechenland raus und dann Italien. Aber hat auch nicht ganz geklappt. Aber keine Sorge, meine Damen und Herren, das Thema ist ja noch nicht zu Ende. Es gibt hier noch den ganz, ganz großen Kran von Deutschland und der zieht sie jetzt alle raus. Ja, lassen Sie mich zur Rolle der Geldpolitik kommen. Wir haben also jetzt über die Fiskalpolitik und gemeinsame Fonds und Rettungsaktionen geredet und jetzt geht es um die Europäische Zentralbank. Um das nochmal klar zu machen, in dieser Krise ist die Staatsverschuldung absolut notwendig. Kein Mensch redet von der schwarzen Null. Das Grundgesetz sieht es ja auch vor, dass man sich in Notzeiten bei Naturkatastrophen verschuldet, um die Last der Krisenbekämpfung in der Zeit zu verteilen. Man will nicht den Konsum in diesem Jahr einschränken, sondern die Konsumeinschränkung muss im Laufe der Zeit stattfinden. Nicht? Die Ressourcen, die jetzt verloren sind, kann man ja nicht wieder essen. Also die müssen irgendwo eingespart werden, indem man sich das abspart und der Konsum reduziert wird. Und das soll lieber in der Zeit passieren. Und das ist genau das, was die Staatsverschuldung begründet. Also gar keine Frage. Aber die Frage ist, brauchen wir denn dafür die Zentralbank? Was wir jetzt gemacht haben, ist, die Zentralbank kauft diese Schuldpapiere zu großen Anteilen, zu einem Drittel ungefähr.
Und die Staatspapiere werden nur zu dem Rest, zu zwei Dritteln, an die private Wirtschaft verkauft. Also die Zentralbank monetisiert einen erheblichen Teil dieser ausgegebenen Staatspapiere. Brauchen wir das wirklich? Brauchen wir immer mehr Zentralbankgeld? Weil wenn die Zentralbank das kauft, womit kauft sie das? Sie hat eine Druckerpresse, betätigt die, druckt Geld, gibt das den Inhabern dieser Staatspapiere. Sie nimmt die Staatspapiere, das Geld ist dann im Umlauf. Es ist immer mehr Geld da. Und das ist ja vielleicht etwas, was nicht so richtig ist. Darüber möchte ich jetzt mit Ihnen reden. Unter dem Eindruck dieser Epidemie ist jetzt gleich ein neues Kaufprogramm aufgelegt worden, das PEPP, Pandemic Emergency Purchasing Program, für 750 Milliarden Euro, soll also von den einzelnen Notenbanken des Eurosystems, Banca d'Italia, Deutsche Bundesbank und all die anderen, sollen Staatspapiere gekauft werden, und auch die EZB kauft von den Rettungsschirmen dann solche Papiere. Also insgesamt 750 Milliarden Euro sollen aus der Druckerpresse fließen, um solche Staatspapiere zu kaufen in diesem Jahr. Ja, würde man sagen, gut, vielleicht ist das ja eine Lösung, aber bedenken Sie, es ist schon viel Geld aus der Druckerpresse geflossen. Als die Lehman-Krise war, im Jahr 2008, hatten wir eine Zentralbankgeldmenge von 1,2 Billionen Euro im ganzen Euroraum. Am Ende des letzten Jahres 2019, also vor Corona, war das schon 3,7 Billionen, schon mehr als dreimal so viel. Und jetzt soll dieses neue Programm hinzukommen und auch noch die fortgesetzten alten Programme, die in der Summe bei 1,1 Billionen Euro liegen. Das heißt also, nach Adam Riese können wir damit rechnen, am Ende dieses Jahres, wenn keine noch weiteren Programme hinzukommen, werden wir eine Geldmenge haben im Bereich von etwa 4,8 Billionen Euro. Und das ist viermal so viel wie im Jahre 2008, ohne dass die europäische Wirtschaft in dieser Zeit sonderlich gewachsen wäre. Sie ist ja in Teilen sogar geschrumpft, wie ich Ihnen gezeigt habe. Und da geht man schon in die Vollen, nicht? Also die 1,1 Billionen, die dieses Jahr hinzukommen sollen, sind allein schon 10% des europäischen, des Euro-BIP, des BIPs der Eurozone, denn das liegt bei 11 Billionen Euro. Also, whatever it takes, klotzen, nicht kleckern, nicht? Das ist so die Devise, ja? Wofür brauchen wir denn das viele Geld? Das ist doch gar nicht so klar. Was machen wir damit, dem Geld? Was wir jetzt tun, ist im Grunde, wir machen Corona-Bekämpfung mit dem Geld der Notenbank. Also man sagt dazu Helikoptergeld. Da können Sie auch genauso gut einen Helikopter übers Land schicken, der vollgeladen ist mit Geldscheinen und lässt die so runterregnen. Die Leute haben kein Arbeitseinkommen mehr und keine Verkaufserlöse mehr, weil ja alles runtergeregelt ist. Und dann kriegen sie stattdessen dieses Papiergeld. Das ist die Politik, die wir machen, nicht? Wir bezahlen das Kurzarbeitergeld letztlich zu Teilen aus der Druckerpresse. Wir bezahlen diese ganzen Fonds aus der Druckerpresse. Es ist das Komplement zwischen diesen Verschuldungsprogrammen, die hier aufgelegt werden, diesen Ausgabenprogrammen, das ist ja alles Verschuldung, und der Druckerpresse der Europäischen Zentralbank, nicht? Man könnte im Grunde auch hergehen, gleich das frisch gedruckte Geld den Staaten zu geben. Wäre von der Sache her dasselbe. Nur das ist rechtlich verboten. Man muss den Umweg machen über den Markt. Aber es ist im Endeffekt fast dasselbe. Und ist das gut? Im Ersten Weltkrieg hat man das genauso gemacht. Auch damals hat man die Staatsausgaben mit der Druckerpresse finanziert. Ich weiß nicht, ob das ein guter Trost ist für uns, denn bedenken Sie, was nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist. Dieses viele frisch gedruckte Geld, was zur Kriegsfinanzierung verwendet war und auch nach dem Krieg noch verwendet wurde. Wir hatten ja damals die spanische Grippe direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Das traf auf eine geschrumpfte reale Wirtschaftsleistung. Es gab einen gewaltigen Geldüberhang, und der Geldüberhang entlud sich dann in einer Inflation. Wir hatten eine Hyperinflation bis 1923. Zum Schluss war das Geld so viel wert wie der bloße Materialwert des Papiers, das da im Geldschein liegt.
Und die Folge war, dass der kleinere Mittelstand verarmte. Also die Arbeiter hatten nichts, konnten insofern auch kein Vermögen verlieren, waren betroffen genug, aber Vermögen haben sie nicht verloren. Die ganz Reichen haben auch nichts verloren, denn die hatten Realvermögen, Aktien und Häuser. Und der kleine Mittelstand, der hatte so sein Sparkonto und Nominalwert gesicherte Ansprüche gegen Versicherungsgesellschaften und die Banken, ja, die gingen verloren. Und die Leute waren dann natürlich aufgebracht und wurden radikalisiert. Und Sie haben ja in Ihrem Geschichtsunterricht vielleicht noch in Erinnerung, diese Radikalisierung durch die Hyperinflation bereitete den Boden, auf dem später die Nazis in der großen Weltfinanzkrise Ende der 20er Jahre reüssieren konnten. Also wenn wir da nicht aufpassen und einfach so weitermachen, dann könnten auch Dinge passieren, gegenüber denen die Corona-Krise vielleicht sogar historisch verblasst. Nun will ich nicht sagen, dass wir jetzt eine Inflation kriegen. Wir kriegen jetzt keine Inflation, trotz des vielen Geldes, weil die Leute sich ja nicht trauen, das Geld auszugeben und es auch nicht können. Erst können sie es nicht, weil die Läden noch zu sind, man hat auch nicht Bewegungsfreiheit und selbst wenn sie es können, trauen sie sich vielleicht nicht. Es gibt also insofern eine große Liquiditätspräferenz. Es fehlt an der Bereitschaft, Güter zu kaufen, dann kann es auch keine Inflation geben. Das ist vorläufig mal so. Aber was ist, wenn die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt, nach 2-3 Jahren, wenn die Wirtschaft wieder brummt, ja, und die Leute wieder Zutrauen haben in die Zukunft und dann ist dieses viele Geld da, dann müsste man das ja eigentlich einsammeln. Aber das ist schwer möglich. Denn dazu müssten ja die europäischen Zentralbanken die vielen Staatspapiere, die sie jetzt mit dem Geld aus der Druckerpresse gekauft haben, wieder zurückgeben. Und das so erlöste Geld in den Ofen stecken, dass es weg ist. Nur, wenn Sie das tun, dann gibt es plötzlich ganz viele Staatspapiere am Markt und der Preis, der Kurs dieser Papiere geht in den Keller. Die Banken, Vermögensbesitzer, die diese Papiere haben, wenn sie das bilanzieren müssen, die haben plötzlich Buchverluste und manche werden in den Konkurs getrieben. Und die Effektivzinsen auf die Staatspapiere gehen dann nach oben und vielleicht so stark nach oben, dass die Länder, die darauf angewiesen sind, dass sie immer wieder neue Papiere ausgeben, weil sie sonst ihr Budget nicht finanzieren können, dass die das dann zu teuer finden und in den Konkurs getrieben werden. Das ist die Schwierigkeit. Es gibt eigentlich keinen Rückwärtsgang. Es ist nicht so, dass diese Geldschöpferei direkt einen Inflationsimpuls macht, aber wenn aus irgendwelchen Gründen dann doch eine Inflation kommen könnte, dann kann man die nicht mehr abbremsen und dann kann sich das doch beschleunigen. Das ist das Problem. Und wenn es keine Inflation gibt, gibt es auch noch eine andere Gefahr. Das ist nämlich die sogenannte duale Währung. Also der Geldüberhang muss irgendwie weg. In normalen Zeiten, wenn es keine Inflation gibt, die das Geld entwertet real, dann und man auch den Rückwärtsgang nicht direkt einlegen kann, dann bleibt noch die Möglichkeit der sogenannten dualen Währung. Was ist das? Das ist ein Modell, das entwickelt wurde am Internationalen Währungsfonds. Das sind nur Planspiele, sagen wir mal, auf der akademischen Ebene. Aber es gibt immerhin Papers, die auch zur Zeit von Christine Lagarde, als sie dort Präsidentin war, durchgelassen wurden. Jedes Paper, das da rauskommt, wird natürlich erstmal begutachtet, ob es überhaupt das Licht der Öffentlichkeit erblicken soll. Und diese Papers gibt es. Und was sagen die? Naja, die sagen, wir müssen sehen, dass wir dann die Bargeldmenge irgendwie entwerten. Mit einem negativen Zins versehen. Wie kann man Bargeld mit einem negativen Zins versehen? Durch folgenden Trick. Man führt erstmal elektronisches Bargeld ein. Heute ist es ja so, Banken haben zwar ein Konto bei der Zentralbank, bei uns also bei der Bundesbank, sie haben also elektronisches Zentralbankgeld, aber der Rest der Wirtschaft nicht. Jetzt soll der ganze Rest der Wirtschaft das auch tun dürfen. Jeder von uns kriegt eine Kreditkarte und kriegt ein Konto direkt bei der Bundesbank, hat also elektronisches Bargeld. Nicht?
Während sonst elektronisches Geld ja nur eine Forderung gegen die Bank ist. Und die Bank hat dann wieder Forderungen gegen die Bundesbank. Jetzt hätte man eine direkte Forderung gegen die Bundesbank. Und dieses elektronische Bargeld, wenn es mal da ist, könnte man mit einem negativen Zins versehen. Wir haben ja schon zum Teil auch negative Zinsen bei den Giralgeldbeständen, also den Bankkonten, die man hat, oder sehr hohe Gebühren, was fast dasselbe ist. Aber jetzt könnte man richtig negative Zinsen draufknallen. Und dadurch würde der Wert dieses Geldes natürlich von Jahr zu Jahr schrumpfen im Umfang dieses negativen Zinses. Das ist fast, als gäbe es eine Inflation. Nicht? Man könnte also eine Inflation imitieren durch den negativen Zins. Würden Sie sagen, ja, aber dann weichen die Leute in die Banknoten aus. Nun gut, die Idee jetzt bei den Vertretern dieser dualen Währungsidee ist, zu sagen, nur das elektronische Zentralbankgeld ist gesetzliches Zahlungsmittel und die Banknoten nicht mehr. Das heißt, Verträge, Schuldverhältnisse, Kaufverträge werden nur noch mit dem elektronischen Zentralbankgeld gemacht. Das ist die relevante Zahlung und Banknoten sind was anderes. Banknoten kriegen einen Wechselkurs im Verhältnis zum elektronischen Zentralbankgeld und werden jedes Jahr abgewertet um einen Prozentsatz, der dem Negativzins entspricht. Ja, und dann in der Tat schrumpft der Geldüberhang automatisch. Nicht? Wenn es keine echte Inflation gibt, gibt es dies. Und Sie können davon ausgehen, wenn man das macht, dann flüchten und fliehen die Leute natürlich aus dem Geld, weil ihnen das unter den Fingern zerrinnt und wollen was Reales kaufen, Immobilien, Güter, sonst was. Und spätestens dann setzt auch die reale, die tatsächliche Inflation dann ein. Also so und so ist es mit diesem riesigen Geldüberhang nicht so toll. Da laufen wir in eine Gefahr hinein, die im Moment für viele noch nicht sichtbar ist. Aber in der historischen Perspektive sollten wir ganz, ganz vorsichtig sein. Speziell wir Deutschen sollten vorsichtig sein. Warum? Ja, weil viel von diesem Extrageld, das hier geschaffen wurde, was eigentlich gar nicht so richtig nötig ist für die Transaktionen der Wirtschaft, sich in Deutschland sammelt. Es sammelt sich in Deutschland, weil Deutschland das stabilste Land ist in Finanzdingen. Ja, wir haben die niedrigsten Zinsen auf der ganzen Welt wegen der hohen Bonität des deutschen Staates durch die niedrige Verschuldung. Und deswegen wird es in Deutschland angelegt und hierhin überwiesen. Diese Überweisungen werden gemessen durch die Targetzahlen, das wissen ja viele von Ihnen schon. Das Land, wo das Geld hin überwiesen wird, das kriegt eine Target-Forderung gegen das Eurosystem und das andere Land kriegt eine Target-Verbindlichkeit. Und hier sehen Sie mal die Entwicklung der Kurven, die wir haben. Das ist das nach Deutschland hin überwiesene Geld, oben gelb, und rosa ist das aus den Krisenländern raus weg überwiesene Geld, das da abgeflossen ist. Und dahinter steht vor allem zwei Länder, Italien und Spanien, wo also sehr viel Geld abgeflossen ist. In Italien ist im März eben schon sehr viel abgeflossen. Das war die Kapitalflucht, die ich schon erwähnt habe. Nicht? Worauf ich hinaus will, ist, es liegt in Deutschland im Umfang dieser gelben Kurve ein zusätzliches Geld, das in der Regel im Eigentum der Deutschen ist, denn das kam ja aus dem Ausland, um in Deutschland Aktien zu kaufen, Güter zu kaufen, sonstige Vermögensobjekte zu kaufen. Und die Deutschen halten jetzt diese Säcke voll Geld. Relativ viel Geld im Verhältnis zum Vermögen. So richtig reich sind die Deutschen nicht. Nach einer EZB-Umfrage liegen wir ja da eher im unteren Teil der Euro-Länder. Aber es ist eben sehr viel Geld im engeren Geldsinne da, also als nicht verzinsliches Vermögen in den Händen der Deutschen. Und wenn jetzt dieses Geld durch Inflation oder durch die duale Währung entwertet wird, dann trifft uns dieser Verlust in besonderem Maße. Das ist der Zeitpunkt, zu dem ich etwas sagen muss zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das nun am 5.5. veröffentlicht wurde. Es hat einen langen Streit mit dem EuGH gegeben zu diesem
Eventualprogramm OMT, also diesem Versicherungsschutz gegen Kreditausfälle, welchen Mario Draghi 2012 ankündigte mit dem Begriff Whatever it takes. Da hat das deutsche Verfassungsgericht schon gesagt, dass es das nicht richtig findet, dass es eine Verletzung des Maastrichter Vertrages ist, wonach ja also eine Monetisierung von Staatsschulden gar nicht so richtig erlaubt ist, nur temporär und so weiter. Dann gab es eine Frage dazu an den EuGH, der möchte doch das beurteilen. Der EuGH hat gesagt, ist alles okay, und das deutsche Verfassungsgericht hat dann gesagt, naja, wir finden, es ist nicht okay, aber ihr seid das übergeordnete Gericht und wir akzeptieren das mal, obwohl wir eure Meinung nicht so richtig nachvollziehen können. Und dasselbe Spiel hat sich bei dem großen Kaufprogramm PSPP wiederholt, das 2015 aufgelegt wurde, wonach also um die 2000 Milliarden Euro Staatspapiere von den einzelnen Notenbanken gekauft wurden. Nicht? Wieder hatten Leute geklagt in Deutschland beim deutschen Verfassungsgericht. Das Verfassungsgericht drückt seinen Unwillen aus, reicht die Sache weiter zum EuGH. EuGH sagt, alles prima. Und diesmal hat das deutsche Verfassungsgericht nicht einfach geschluckt, sondern ja, es hat schon geschluckt und hat dann reagiert, indem es erklärt hat, uns reicht's nicht. Also wir akzeptieren das nicht mehr. Das ist jetzt nicht mehr im Bereich dessen, was durch die Verträge noch gedeckt ist. Und ich zitiere mal, die sind also da schon sehr deutlich geworden. Das Urteil des EuGH ist im Hinblick auf die Kontrolle der Verhältnismäßigkeit der zur Durchführung des PSPP erlassenen Beschlüsse schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar und damit ultra vires ergangen. Und der Begriff Willkür wird auch für diesen Zusammenhang verwendet. Und jetzt ist dem der EZB eine Auflage gemacht worden, doch zumindest mal zu erklären, warum sie das denn alles so macht und ob das alles noch verhältnismäßig ist. Und wenn das nicht in den nächsten 3 Monaten passiert, dann darf die Bundesbank also nicht mehr an diesen Kaufprogrammen mitmachen und dann wird da ein Knall passieren. Aber natürlich werden die jetzt irgendwas erklären und dann der Bundesbank das geben, dass die das weiterleitet. Damit wird also diese akute Krise zunächst einmal behoben, aber es ist tiefer. Der Unwille des Verfassungsgerichts gegenüber dieser Politik bleibt und wird eine dauerhafte Veränderung vermutlich im Verhalten der Europäischen Zentralbank erzeugen. Viele sagen, wie kann denn das sein? Proteste in aller Welt. Wie kann das deutsche Verfassungsgericht sich anmaßen, gegen den EuGH sich zu wenden und dem zu widersprechen? Das darf das untergeordnete Gericht doch nicht. Aber wir haben noch keinen europäischen Staat, wo das Verfassungsgericht in jedem Punkt übergeordnet ist. Das hängt von der Fragestellung ab. Wenn es um Geldpolitik geht, ist das Verfassungsgericht übergeordnet und der EuGH übergeordnet und das deutsche Verfassungsgericht muss sich fügen. Aber wenn es um Rettungspolitik geht, die letztlich eine fiskalische Politik ist, zulasten auch der Steuerzahler, die ja Eigentümer des Eurosystems sind, dann ist es keine Geldpolitik mehr und das ist nicht durch die Verträge gedeckt. Und hier gibt es diese Hierarchie nicht. Das ist jedenfalls die Position, die das deutsche Verfassungsgericht hier einnimmt. Und es sagt, wir sind bei dieser Frage und auch bei der Frage, wo die Grenzlinie liegt zur Geldpolitik, genauso berechtigt wie der EuGH. Und ein bisschen würden wir akzeptieren, wenn der EuGH eine andere Meinung hat. Aber wenn das so eklatant abweicht von dem, was in den Verträgen nach unserer Meinung drinsteht, dann können wir das nicht mehr akzeptieren. Gut, also die EU ist noch nicht der Souverän. Die Souveräne in Europa sind die Nationalstaaten und die EU haben nur ein abgeleitetes Recht durch die Verträge. Und das ist begrenzt auf Einzelermächtigungen. In bestimmten Bereichen hat die EU mehr zu sagen, in anderen hat sie gar nichts zu sagen. Und deswegen gibt es immer einen Bereich für die nationalen Verfassungsgerichte, wo der EuGH gar nichts zu sagen hat, auch wenn er das versucht. Da hat es also Fälle in Spanien gegeben, in Dänemark, in
Tschechien, worauf das deutsche Verfassungsgericht verweist. Und da haben sich auch die nationalen Gerichte gegen den EuGH gestellt und haben sich durchgesetzt. Also das ist hier auch nicht anders. Im Übrigen eine Strafe durch ein Verfahren gegenüber Deutschland kann es gar nicht geben, weil selbst wenn die EU der Bundesregierung eine Strafe auferlegen würde, wegen dieses Spruchs des deutschen Verfassungsgerichts, dann dürfte sie die gar nicht bezahlen. Also die Bundesregierung dürfte nicht bezahlen, denn sie kann doch nicht für ein Verhalten bezahlen, was rechtmäßig ist. Also da kommen wir in Teufelsküche rein, wenn man das zu Ende denkt. Und ich denke, die Beteiligten werden also einen Weg finden, jetzt gesichtswahrend da rauszukommen. Aber es wird dauerhafte Verhaltensänderungen zur Folge haben. Es geht hier um die Verhältnismäßigkeit. Das deutsche Verfassungsgericht sagt, die EZB macht hier nicht nur Geldpolitik, sondern auch andere Dinge. Ist es denn verhältnismäßig richtig im Vergleich zur Größe der Aufgabe? Oder gibt es nicht auch einfachere Lösungen im fiskalischen Bereich bei den Staaten, um dasselbe zu machen? Und diese Verhältnismäßigkeitsprüfung, die ist ja nötig nach Artikel 5 des EU-Vertrages. Auch das Subsidiaritätsprinzip sagt, dass das möglichst weit unten angesiedelt werden muss, was getan werden kann. Und man muss den Nachweis führen, wenn man es oben machen will. Und diese Nachweispflicht hat die EZB nicht erfüllt und hat auch der EuGH nicht eingefordert von der EZB. Und das ist der Streitpunkt, um den es hier geht. Die EZB hat ja nur eine Aufgabe, als vorrangige Aufgabe. Sie muss Preisstabilität gewährleisten. So steht es im Maastrichter Vertrag. Und dann darf sie außerdem noch die Wirtschaftspolitik unterstützen, falls das mit diesem Ziel der Preisstabilität nicht kollidiert. Hat sie das getan? Hat sie es nicht getan? Die EZB argumentiert folgendermaßen, und das finde ich ziemlich scholastisch. Die sagt, Preisstabilität heißt nicht etwa 0% Inflation, sondern 2% Inflation. Da die tatsächliche Inflationsrate kleiner ist als 2%, sind wir quasi gezwungen, Gas zu geben, indem wir Staatspapiere mit frischem Geld kaufen, um noch mehr Inflation zu erzeugen. Nicht? Das ist schon ein bisschen scholastisch, weil ja doch in Wahrheit Preisstabilität null ist. Man kann sagen, ökonomisch ist das nicht richtig, aber es geht ja nicht um Ökonomie, sondern eigentlich um das, was da steht. Und eigentlich ist dieses Gasgeben dann eine Abweichung vom Ziel der Preisstabilität. Und wenn man die dann proklamiert und durchführt durch die Staatspapierkäufe, dann könnte man sich allenfalls auf das Nebenziel einer Unterstützung der Wirtschaftspolitik berufen. Aber das ist es ja nun auch gar nicht, denn die Käufe bedeuten, dass die Zinsen, zu denen die Staaten sich verschulden können, fallen. Und wenn die Zinsen fallen, dann verschulden die sich ja mehr. Und das unterstützt ja die sonstige Wirtschaftspolitik nicht, sondern konterkariert sie. Denn wir haben verschiedene Schuldenpakte, die sagen, die Staaten sollen sich gar nicht so stark verschulden. Wenn aber die EZB mithilft, ihnen die Zinsen zu senken durch ihre Maßnahmen, dann verschulden sie sich natürlich erst recht. Und das haben wir auch gesehen. Also der Stabilitäts- und Wachstumspakt von 96, den Weigel damals ausgehandelt wurde, der wurde ja 150 Mal und mehr strafbar verletzt und nie wurde eine Strafe verhängt. Nicht? Das liegt zum Teil daran, dass die EZB mit ihrer Politik das Schuldenmachen zu erleichtern über die Zinssenkungen natürlich dem genau entgegengewirkt hat. Ja, was wird bleiben von diesem Urteil? Ich glaube, die Beschränkungen, die das Verfassungsgericht hier genannt hat und die es selber aus früheren Stellungnahmen der EZB und auch des EuGH abgelesen hat und jetzt nochmal betont hat, die werden ernster zu nehmen sein, auch vielleicht für die neuen Kaufprogramme. Also erstens darf es nur proportionale Käufe geben. Kleines Land, kleine Kaufsumme, großes Land, große Kaufsumme. Der Kapitalschlüssel bei der EZB ist da das relevante Maß. Nicht in Wahrheit beim PEPP werden vor allem italienische Staatspapiere überproportional gekauft und von den Deutschen kaum. Das ist schon eine Verletzung. Dann soll also die Notenbank eines Landes nie mehr als ein Drittel der ausgegebenen Staatspapiere insgesamt haben dürfen. Auch das
war schon hart an der Grenze. Nun verschulden sie sich ja alle mehr. Im Moment ist das jetzt nicht so relevant. Dann aber wichtig, die Papiere sollen nicht bis zur Endfälligkeit gehalten werden. Denn dann kann es ja sein, dass sie vielleicht gar nicht bedient werden und dass da ein Ausfall ist durch den Konkurs eines Staates, sondern sie sollen vorher wieder abgestoßen werden. Das ist aber bei den Programmen in keiner Weise jetzt vorgesehen, sondern man hat das Gefühl, die wollen akkumulieren, den Bestand immer größer machen. Und da ist überhaupt kein Ausstiegsszenario definiert. Und da sagt das deutsche Verfassungsgericht jetzt, das geht eigentlich nicht. Mal gucken, wie das wird mit diesem Kriterium. Und dann sagt es natürlich, es dürfen keine Papiere gekauft werden, die nicht die Güte des Investment Grade haben. Die Ratingagenturen müssen also sagen, es ist wenigstens ein Investitionspapier und kein spekulatives Papier. Aber manche Länder der Eurozone liegen in dem Rating genau nur eine Stufe vor der Schrottstufe, wo es also rein spekulative Papiere sind. Das werden Beschränkungen sein, mit denen wir uns in Zukunft noch werden beschäftigen müssen. Ja, kommen wir zurück zur Pandemie. Die Pandemie müssen wir überwinden durch verschiedene Maßnahmen. Die Lockerungen sind jetzt zurechtgekommen, denn wir haben ja gesehen, die Todesfallzahlen, die gehen gegen Null. Die sind zum Ende dieses Monats ganz, ganz klein. Also richtig Null werden sie nie. Und das bedeutet aber, dass auch die Infektionszahlen dann schon einen Monat vorher, also jetzt auf jeden Fall, schon sehr, sehr klein sind. Also kann man lockern. Wie soll man lockern? Vielleicht sollte man nach dem Alter gestaffelt lockern, weil die jungen Leute ja nicht so häufig krank werden und dann auch leichtere Verläufe haben. Man sollte auch vielleicht die Berufstätigkeiten früher freigeben und die Bildungseinrichtungen, auch Kitas und Schulen, als nun gerade die Freizeitaktivität, nicht? Wir wollen ja, dass die Leute auch einen Anreiz haben, jetzt endlich mal wieder zu produzieren und dass es wieder losgeht. Sie sollen jetzt nicht alle nur in den Parks herumsitzen und denken, ach, das Leben ohne Produktion und Arbeit geht auch. Es geht nämlich nicht. Also das hält Deutschland ja nicht lange durch. Dass hier die Maskenpflicht nun kam, also ziemlich spät, aber immerhin, ist natürlich absolut richtig. Es ist auch ein Symbol, das man sich vorsehen muss. Selbst wenn sie physisch gar nicht so viel hilft, für einen selber jedenfalls nicht, vielleicht für die anderen, dann ist sie aber doch ein sichtbares Zeichen. Hört mal zu, Leute, seht euch vor, ihr müsst Abstand halten. Ich finde es auch richtig, dass man darüber nachdenkt, jetzt nach Landkreisen und Städten differenziert zu lockern, auf jeden Fall nach Bundesländern. Das ist ja nicht überall gleich, dieses Virus, gleich intensiv noch unterwegs, sondern man muss genau schauen, was die Unterschiede sind. Wir können das nicht gleich behandeln. Die Vorstellung, die ich immer im Fernsehen höre, wir müssen das alles gleich machen, ist doch absurd. Dann müssen wir ja alle den Lockdown behalten und keiner da kann arbeiten. Also wer arbeiten kann, aus medizinischen Gründen, muss es doch tun. Wir müssen ja auch wirtschaftlich überleben. Und die noch mehr Infektionen haben, die müssen halt sich noch ein bisschen zu Hause aufhalten. Und dann muss man auch allmählich die dann ranziehen. Und auch Grenzöffnungen sind, glaube ich, nötig, damit auch der Tourismus wieder in Gang kommt. Südeuropa lebt ja stark vom Tourismus. Die Touristen wagen sich da jetzt nicht hin. Dabei gibt es Gebiete in Spanien, in Italien, wo überhaupt keine Epidemie ist. Genauso wie in Deutschland. Man könnte doch jetzt zum Beispiel erlauben, speziell dahin zu fliegen, also quasi grüne Bereiche zu definieren und dort seinen Urlaub zu machen. Großveranstaltungen müssen vorläufig verboten werden. Das sind ja Virenschleudern. Gaststätten müssen wieder auf sein. Allerdings hier mit sehr viel Schutz und Abstand. Und wir müssen Schnelltests machen. Die Testkapazität hat sich ja dramatisch vergrößert und Deutschland will ja jetzt alle, die wollen, auch testen. Und das ist gut so. Da zeigt sich die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft, dass wir überhaupt so etwas aufbauen können. Denn dann können wir die Kranken isolieren, damit sie die anderen nicht anstecken. Aber wo sollen die Kranken isoliert werden? Müssen die wirklich alle zu Hause bleiben? Also wie stark schränkt man die Kranken dann ein? Oder gibt es nicht auch eine andere Möglichkeit? Ich erinnere Sie mal hier an das Mittelalter. Da gab es die Pestklapper und vielleicht könnte man sowas Ähnliches elektronisch machen.
Also der Pestkranke, den Sie da hinten rechts im Bild sehen, der musste entweder selber eine Klapper bewegen, sodass jeder hörte, da kommt jemand, oder jemand musste mit ihm gehen, der diese Klapper bewegt. Und das war ein schreckliches Signal. Alle, die das hörten, nahmen Reißaus, sodass sie auch nicht angesteckt wurden. Nun kann man sich das nicht heute vorstellen, dass man eine solche individuelle Pestklappe hat. Das meine ich auch nicht. Aber was man machen könnte, ist eine App, ja, wo anonymisiert wenigstens mal ein roter Punkt ist. Der rote Punkt muss ja nicht ganz klein sein. Der kann ja vielleicht eine gewisse Fläche umfassen, sodass da viele Menschen drin sind, dass man nicht das einzelne Individuum identifizieren kann, welches sich da bewegt. Aber ich hätte gerne solch eine App, dass ich wüsste, wo es grün ist und wo es rot ist. Und dann mache ich um die roten Gebiete einen Bogen und dann kann ich mich auch nicht anstecken. Und wenn jeder sich so verhält, dann reduziert das die Ansteckungsgefahr massiv. Und das ist doch die bessere Methode zum allgemeinen Lockdown. Was machen wir im Winter, wenn die nächste Welle kommt? Wo bleibt die App? Die App, von der ich da gehört habe, überzeugt mich überhaupt nicht. Da erfahre ich im Nachhinein, wer mich vielleicht angesteckt hat. Ja, dann ist doch zu spät. Ich will das im Vorhinein wissen, wo gefährliche Gebiete sind, damit ich da gar nicht erst hinkomme und mich schütze. Das hätte einen viel stärkeren Anreizeffekt für die Betroffenen und eine viel, viel stärkere Wirkung. Der Datenschutz sieht da alle möglichen Probleme, aber wie gesagt, das kann man individualisiert so machen, dass es nicht individualisiert ist, sondern dass man da Gebiete, wo sich Infizierte aufhalten, identifiziert und um die kann man einen Bogen machen. Also für meine Begriffe würde ich direkt nach Korea gehen und die App, die haben, kaufen. Also das funktioniert ja da halbwegs. Statt dass wir hier mühsam versuchen, so ein Ding zusammenzubringen und es klappt und klappt und klappt nicht. Es hätte schon vor Wochen kommen sollen und es kommt nicht. Oder wir gehen zu Google und Amazon und kaufen uns da irgendwas. Also irgendeine Lösung wird es doch geben und da darf man jetzt nicht darauf setzen, dass das hier speziell in Deutschland entwickelt wird. Konjunkturprogramme, sagen viele. Wir brauchen jetzt Abwrackprämien, whatever it takes. Wir müssen richtig Gas geben, dass wir wieder hochkommen. Wie bitte? Wir sind noch gerade dabei, so langsam zu lockern und wir sollen jetzt Gas geben? Das ist ja so, als wenn ich mit dem Auto den Berg runterfahre und ich habe die Bremse, damit ich nicht zu schnell bin. Und die Botschaft ist jetzt, wir geben gleichzeitig Gas. Das kann doch keinen Sinn machen. Wir brauchen jetzt vorläufig keine Konjunkturprogramme. Wir wollen ja nicht zu schnell durchstarten, sondern allmählich. Und wenn es dann nicht klappt, ja, dann können wir uns Gedanken machen über Konjunkturprogramme, aber doch nicht jetzt schon ein Konjunkturprogramm beschließen. Ich würde mal erst mal abwarten, was hier passiert. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute aufgestaute Konsumwünsche haben, und jetzt, wenn sie kaufen dürfen und sich wieder raustrauen, dass sie die auch realisieren. Da wird einiges passieren, nicht? Gerade auch im Tourismus. Die Leute lechzen ja danach, irgendwie wieder Urlaub zu machen. Also die deutsche Tourismusindustrie wird bestimmt nicht zu den großen Verlierern dieser Krise gehören, weil ja auch man nicht so gerne ins Ausland reist, sondern hier in Deutschland Urlaub machen möchte. Soweit ich höre, ist das ja sowieso alles schon ausgebucht. Also da kann von Konjunkturschwäche insofern über das hinaus, was epidemiologisch begründet ist, eigentlich nicht die Rede sein. Nicht? Ich schließe mit Fragen an die Geschichte. Wiederholt sich 1923, indem wir uns nicht nur verschulden, sondern die Schuldpapiere an die Druckerpresse verkaufen. Das wäre schlimm. Das müssen wir verhindern. Verschuldung ja, um die Lasten in der Zeit zu verschieben, Druckerpresse nein. Wiederholt Europa die ersten Jahrzehnte der US-Geschichte? Schuldensozialisierung unter Alexander Hamilton, gewaltiger Schuldenboom, Blase, platzt, nichts als Streit und Hass. Bitte nicht. Ein Wirtschaftssystem kann mit dieser Art von Schuldensozialisierung und Gemeinschaftshaftung nicht funktionieren. Weder die private Wirtschaft, sie würden auch nicht für ihren Nachbarn hier haften, wenn er in Schwierigkeiten ist, das führt zu gar nichts, Föderationen, sondern die Selbsthaftung und der mögliche Verlust der Gläubiger, wenn sie sich verspekuliert haben, ist das stabilisierende Element. Die Angst vor dem Verlust veranlasst den Gläubiger, nicht zu viel Geld an unsichere Kantonisten zu verleihen, und das bremst die Schulden ein.
Wie lange wird Italien am Euro festhalten? Ich hoffe, sie bleiben drin. Ich hoffe, sie schaffen es. Die Italiener brauchen wir. Wir sollen alles tun, um Italien wieder auf die Beine zu stellen. Ob es reicht? Aber wir haben lieber nicht beliebig viel Geld. Also Sie kennen meine Kritik an der grünen Politik. Ich bin sehr der Meinung, wir haben ein Klimaproblem, wir müssen was tun, es muss aber auch funktionieren. Ich glaube, vieles funktioniert überhaupt nicht, kostet einfach nur Geld. Wir haben hier auch grüne Vorstellungen, die, sagen wir mal, relativiert werden müssen. Die Zurückdrängung des Individualverkehrs, die Erhöhung der Siedlungsdichte aus energiepolitischen Gründen, alles das, was da mal kam, Carsharing, das können Sie in den Orkus der Geschichte werfen, das ist vorbei, nicht? Die Leute wollen wieder Individualität, damit sie sich nicht anstecken. Also sie wollen ihr eigenes Auto, sie wollen nicht mehr die Massenverkehrsmittel und diese ideologiegetriebenen Vorstellungen, das Verhalten der Menschen zu ändern und auf die Autos zu verzichten, das ist dann Vergangenheit. Zum Glück haben wir die Amerikaner mit ihren elektronischen Kommunikationsmitteln, Zoom-Konferenzen und Skype und was nicht alles gibt. Ein Glück, wie hätten wir die Krise überstanden ohne all das, nicht? Und wir haben uns jetzt sehr gewöhnt, auch Leute, die das nicht wussten, wie das geht, wissen es jetzt und werden wahrscheinlich dann auch stärker davon Gebrauch machen. Man muss dann vielleicht nicht mehr so häufig fliegen und das hätte dann natürlich auch einen umweltpolitischen Vorteil. Ist die Globalisierung am Ende? Nee, glaube ich nicht. Es ist ja nicht die Globalisierung, die uns Corona gebracht hat, sondern es ist die Bewegung der Menschen. Corona wird nur von Menschen getragen, nicht von Gütern. Und Globalisierung ist ja nun zunächst einmal Güterhandel. Das hat also mit Corona gar nichts zu tun. Es waren im Wesentlichen auch chinesische Touristen, Wirtschaftsleute, Gastarbeiter, die eben nach dem Neujahrsfest nach Italien kamen und die italienische Regierung im Januar gezwungen haben, die Schotten dicht zu machen und die Flüge nicht mehr reinzulassen, weil eben die Infektionen kamen. Das waren Menschen. Wenn etwas eingeschränkt wird, dann ist es der internationale Tourismus, weil man vielleicht am Flughafen dann immer gemessen wird und das Prozedere ist ein bisschen schwieriger. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube andererseits, dass der Wunsch der Menschen, andere Teile der Welt kennenzulernen, auch nicht mehr zurückzudrehen ist, sodass im Laufe der Zeit auch dieser Teil bleiben wird. Ja, wie sicher ist die medizinische Versorgung? Das ist ein großes Thema. Jetzt gerade in der Zeitung, Sanofi hat doch tatsächlich den Impfstoff, den es entwickelt, jetzt erstmal an Amerika verkauft. Die haben Vorkaufsrecht und kriegen die ersten Tranchen. Der CEO Paul Hudson sagt das ganz demonstrativ in der Öffentlichkeit. Ja, wir haben also die ersten Tranchen an die Amerikaner verkauft. Da fragt man sich, das muss das denn sein? Ich meine, wir in Europa haben ja nun auch viele Kranke und Gefährdete. Also hätten wir nicht diesen Impfstoff hier halten können, haben wir vielleicht nicht aufgepasst. Und Sanofi ist leider auch ein ungutes Thema aus deutscher Sicht, denn Sanofi hat ja damals Höchst gekauft. Höchst war Teil der Apotheke der Welt, die ja in Deutschland stand, die haben wir nicht mehr. Höchst gehört jetzt zu Sanofi und wir haben nicht mehr die Möglichkeit, direkt Einfluss zu nehmen. Wir müssen jetzt in Frankreich bitten und betteln. Der Paul Hudson hat also den Franzosen offenbar schon versprochen, dass sie dann wenigstens die zweite Tranche kriegen und die EU und Deutschland hoffen, dass sie dann bei der zweiten Tranche vielleicht auch schon bis relativ frühzeitig dabei sind. Das sind doch Verhältnisse, die man sich überlegen muss. Haben wir nicht einen Fehler gemacht, indem wir einfach so zugesehen haben, wie also die Apotheke Deutschlands, die Apotheke der Welt, so allmählich so verkauft wurde an andere Länder in der Vergangenheit, bloß weil wir zum Beispiel die Genforschung gar nicht zugelassen haben als unethisch. So war es ja damals bei Höchst. Der Tourismus wird sich sicherlich stärker auf das Heimatland konzentrieren, darüber habe ich schon gesprochen.
Ja, und können wir uns sinnlosen grünen Dirigismus noch leisten? Also das EEG kostet irrsinnig viel Geld und bringt gar nichts außer hohen Strompreisen, denn es reduziert nicht den CO2-Ausstoß in Europa, weil wir ja schon den Emissionshandel haben, nicht? Also der grüne Strom, der hier produziert wird, verdrängt den Kohlestrom, verdrängt aber auch die Emissionszertifikate, die gehen über den Handel in andere Länder und ermöglichen dort entsprechend mehr CO2-Ausstoß. Und was ist mit den grünen Vorschlägen, die jetzt im Dezember hier kamen in Form einer Verordnung von der EU, dass also die Banken in Zukunft bei der Kreditvergabe überlegen müssen, wem sie den Kredit geben, ob der grün genug ist. Also Banken sollen jetzt überlegen, was hier grüne Firmen sind, nach einem Katalog. Ja, wo sind wir denn? Das ist ja zentralplanerischer Eingriffnahme. Einflussnahme auf den Wirtschaftsablauf. Das könnten wir doch alles viel besser machen über eine Ausweitung des Emissionshandels mit einem Preissystem, statt diese Administration von Brüssel aus in die ganze Wirtschaftsstruktur. Auch nach willkürlichen Kriterien wird dann ja festgelegt, was hier grün ist. Grün ist das, was man selber hat. So ungefähr ist dann das, was da reingeschrieben wird. Also da gilt es doch, Obacht zu haben, was hier auf uns zukommt. Gerade heute in der FAZ gibt es einen interessanten Leserbrief von Herrn Zeitler zu genau diesem Thema. Ja, und werden wir tatsächlich alle Atomkraftwerke abschalten? Philippsburg haben wir jetzt gerade noch abgeschaltet. Das Fernsehen berichtet stolz, wie das Kraftwerk da in sich zusammensinkt. Ja, machen wir das richtig? Ein Atomkraftwerk, das da ist, produziert ganz billigen Strom, auch wenn es mal teuer war, gebaut zu werden. Aber die Kosten sind ja alt, die sind ja alle gewesen. Nicht? Wir hätten ja nur sehr niedrige Grenzkosten. Und die Gefährdungslage ist ja nicht besser, wenn wir den Strom aus Tschechien und aus Frankreich beziehen. Im Gegenteil, wenn es Westwinde gibt, der Fallout einer Havarie in Frankreich betrifft uns mehr, als wenn das irgendwo mitten in Deutschland steht, dieses Kraftwerk. Also das ist nicht alles so ganz rational, es kostet nur fürchterlich viel Geld und wir haben das Geld nicht mehr, ne? Wenn wir es uns nicht drucken. Und drucken können wir es uns nicht, weil es dann eine Inflation gibt und wann dann die armen Kleinvermögensbesitzer mit ihren Sparbüchern betroffen sind, die nicht reich genug sind, um Realvermögen zu haben. Also die Zeit der schönen Träume ist vorbei. Wir müssen die Klimapolitik grundlegend überdenken und das machen, was wirklich wirkt. Und die Spielereien, die da noch dabei sind, die einfach nur Geld kosten und Wirtschaftsstrukturen kaputt machen und ändern, die müssen wir abbauen. Das müssen wir auch deswegen, weil ja die demografische Krise vor der Haustür steht. Nochmal, die Babyboomer sind jetzt 56, die sind 1964 geboren und die wollen in 10 Jahren eine Rente oder in 9 Jahren eine Rente von Kindern, die sie nicht haben. Das wird sowieso alles ganz schwierig. Und dann sind diese enormen Schuldenlasten, die wir jetzt erzeugen in der Corona-Krise und die wir unnötigerweise erzeugt haben über die Rettungsschirme in der EU in den letzten Jahren, die liegen da ja auch noch. Fallen auf uns zurück. Also es ist jetzt an der Zeit, Maß zu halten. Und wenn wir das jetzt richtig machen und nicht quasi ohne Besinnung in die Vollen gehen, sondern maßvoll versuchen, aus der Krise rauszukommen, dann wird es auch wieder gut. Und irgendwann können wir auch wieder feiern. Das ist meine letzte Folie. Das ist eine Karikatur aus der Wirtschaftswoche, die damals gemacht wurde, als die Lehman-Krise so halbwegs überwunden war, wo ich gesagt habe, jetzt können wir wieder Party machen. Und ich glaube schon, dass in 2, 3, 4 Jahren wir wieder Party machen können. Und ganz klein bisschen freuen können wir uns auf den Frühling. Denn wenn das Wetter schön ist, draußen kann man sich ja nicht anstecken. Wir dürfen raus und wir sollten das genießen, um fit zu sein für vielleicht die nächste Welle oder auch für schönere Dinge. Vielen Dank, meine Damen und Herren.